Oh, grauenvoll, was für eine Stimme. Und es geht immer noch schlimmer. Günter Grass hat mit dem Schreihals Oskar Mazerat eine literarische Figur geschaffen, die weltberühmt geworden ist in seinem Roman Die Blechtrommel von 1959. Oskar, der kleinwüchsige Junge aus Kaschubien bei Danzig, da wo auch Grass herkommt, erlebt schon seine Geburt mit dem Bewusstsein eines Erwachsenen. Ich erblickte das Licht dieser Welt in Gestalt zweier 60 Watt Glühbirnen. Bis auf den obligaten Dammriss verlief meine Geburt glatt. Mühelos befreite ich mich aus der von Müttern, Embryonen und Hebammen gleich viel geschätzten Kopflage. Damit es gleich gesagt ist, ich gehörte zu den hellhörigen Säuglingen, deren geistige Entwicklung schon bei der Geburt abgeschlossen ist und sich fortan nur noch bestätigen muss. In diesem Ton geht's weiter bei Oskar. Mit 3 Jahren beschließt er nicht mehr zu wachsen und zieht ab da mit einer Blechtrommel durchs Leben. Er erlebt den Aufstieg des Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, die Nachkriegszeit und erzählt davon in einer Mischung aus Naivität und Boshaftigkeit. Ein Narr und ein Giftswerk. Als die Blechtrommel erschien, war das ein Skandal, weil niemand zuvor so derb, so brutal und so komisch über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hatte. 40 Jahre nach Erscheinen erhielt Günter Grass für dieses Buch den Literaturnobelpreis. Für John Irving ist Die Blechtrommel sowieso der beste Roman des 20. Jahrhunderts. Und auch die Verfilmung des Romans ist fantastisch. Für Volker Schlöndorff gab es dafür einen Oscar. Film oder Buch, beides ist großartig. Aber wenn Sie einmal anfangen zu lesen, verfallen Sie dieser Sprache garantiert.